So, hallo Freunde, beziehungsweise nein, Konnichiwa Bitches. Ja, ich habe mich spontan dazu entschlossen, Fahrenheit zu spielen, weil ich das zufällig im Xbox Live Store entdeckt habe und dachte mir, ey, komm, das holst du dir jetzt. Und dann dachte ich mir so, ja, Quantic Dream, wenn du schon Heavy Rain Let's Play hast, dann kannst du das hier ja auch machen. Ja, mir ist gerade eingefallen, ich muss die Sprache umstellen. Kann man das hier direkt machen, weil sonst habe ich ein krasses Problem. Languages. Weil das ist dann doch ein bisschen... Ja, lassen wir die Untertitel mal aus. Ja, ist das jetzt auch German hier? Warum ist denn immer noch alles... Alles seltsam. Ich hoffe, das ist jetzt dann wirklich auf Deutsch, weil auf Englisch ist das dann ein bisschen... Vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man nicht so gut Englisch kann. Auf jeden Fall, wir fackeln nicht lange. New Movie. Das Tutorial ist irgendwie... Nein, wir starten direkt das neue Spiel. Ich brauche kein Tutorial. Wo kommen wir denn da hin? Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mehr so sein wie früher. Begann alles genau hier. Wo auch sonst. New York, die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Sie ist nicht gesund aus, Junge. Thank you.
Was habe ich getan? Tja. Played, ne? Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Ach, schön. Und das jetzt auch gleich Polizei in dem Diner. Also, wir sind in einem... Ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Ja, wir sind in einem... Es ist... Okay, der Text ist Englisch, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, der Ton ist Deutsch. Wir sind in einer Toilette, in einem Diner, haben da scheinbar irgendwie... waren da zu Gast und haben jetzt irgendwie einen Kerl umgelegt. Und waren offensichtlich... ziemlich besessen. Das ist jetzt schlecht. Was tun wir jetzt? Wir müssen den Typen wegschaffen. Ein bisschen Spuren beseitigen. Wie geht das jetzt? So. Mit den Bumpern. Pumpen, pumpen. Und zack. So, jetzt ist er schon ein bisschen erleichterter. Die Stimmung spielt in diesem Game eine ziemlich wichtige Rolle. Wenn die Leute zu depressiv werden, dann sterben sie irgendwie. So, jetzt wischen wir hier mal. Zack. Alles mit dem... Habe ich jetzt irgendwas schon wegen dem Stick gesagt? Ich mache das mit dem rechten. Mit dem rechten Stick mache ich diese... Aktionen. Ich darf die Kamera nicht bewegen. Das ist nicht gut. Hände waschen. Mit dem linken Stick steuere ich die Figur. Und die Aktionen mache ich mit dem rechten. So rum. Meine Güte. So. Wir hatten doch aber... Da muss doch irgendwo noch das Messer sein. Mordwaffe... Ja, ich bin voll der Profikiller. Das Messer. Das muss ich loswerden. Ja, Witzbold. Da sind Fingerabdrücke drauf, du Vollhorst. Okay, wo hast du es hingetan? Ja, ich würde sagen, wir verpissen uns einfach mal. Na komm. So. Dann war das hier wohl unser Platz. War er das? Ja, das war er wohl. Okay. Was haben wir hier? Das wird die Rechnung sein. Können wir die bezahlen? Bezahlen wir die doch. Direkt mal so hier. Bisschen Nom-Nom. Oh, da geht's ihm direkt besser. Noch was trinken. Geht's ihm dann wieder besser? Ja, das gibt ein bisschen Laune, das ist gut. Kaffee trinke ich nie, ich hasse Kaffee. Das ist jemand bei mir? Ich erinnere mich an nichts. Ich habe mich schon gewundert, warum man zweimal trinken kann. Naja, aber dann stehen wir mal auf und... Was ist denn hier? Ein Telefon? Telefonieren muss man nicht. Wir gehen mal hier raus. Ich muss dieses Viertel schnellstens verlassen, bevor die Polizei hier ist. Oh, was da denn? Ein Obdachloser. Ein Obdachloser. Was bei dieser Kälte? Armes Schwein. Ja, wir rennen jetzt einfach mal total unauffällig aus diesem Viertel raus. Wir können natürlich nicht zu Fuß gehen, denn dann meckert er rum, dass ihm zu kalt ist. Und das ist natürlich nicht gut. So, hier ist ein Taxi. Rein hier. Ich hoffe, ich habe die Sequenz jetzt nicht abgebrochen. Ich hoffe, der Polizist redet jetzt noch weiter. Niemand verlässt das Lokal. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen. Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft. Alles klar, wir konnten abhauen. Großartig.
mysteriöse Dinge passieren. Ich weiß nur noch grob, was passiert. Okay. Wieso warten die eigentlich immer, bis ich nachts Dienst habe, um sich gegenseitig abzumurksen? Tyler, in New York wird jeden Tag einer umgebracht. Aber vor allem dann, wenn ich nachts Dienst habe. Als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Könntest du vielleicht drinnen weiter maulen? Dann friere ich mir wenigstens nicht alles ab. Du bist der Boss, Carla. Ich mag sie nicht. In meinen 5 Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Okay. Dann betreten wir das betritt das Restaurant. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Wer ist das Opfer? Er heißt, John Winston. Ein Stammgast hier im Restaurant. Kate kannte ihn. Sie kann Ihnen mehr sagen. Wie wurde der Mann getötet? Mit einem Messer, wenn ich mich nicht täusche. Aber das wird die Autopsie zeigen. Ist die Leiche noch da? Die Jungs von der Gerichtsmedizin wollten sie nicht wegbringen, bevor sie nicht da waren. Seit der Entdeckung der Leiche hat niemand die Toilette betreten. Waren zur Tatzeit noch andere Gäste hier? Ja, 2 andere Männer. Die ließ ich gehen. Ich habe aber ihre Personalien, falls sie sie verhören möchten. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Ja, wenn da oben dieses Symbol aufploppt, dann können wir B drücken und damit die Person wechseln. Aber jetzt können wir uns auch seine Geschichte anhören. Damals wussten wir noch gar nichts. Wir fanden bloß, dass es kalt war. Hätte ich es gewusst, wäre ich in der Nacht sicher im Bett geblieben und wäre erst wieder rausgekommen, wenn alles vorbei gewesen wäre. Aber da liegt er. Wüssten wir bereits im Voraus, was passiert, würden wir nie mehr das Haus verlassen. Okay, ich würde jetzt nur zu gern mit ihm spielen, aber mein Gott, das würde jetzt nicht passen. Deswegen müssen wir jetzt halt mal sie hier, die Troller, interviewen lassen. Zack. Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab immer Trinkgeld. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Haben wir nicht gerade von dem Opfer geredet? Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ob ihm jemand nach dem Leben trachten würde? John war ein ganz gewöhnlicher, netter Kerl. Ich wüsste nicht, warum ihm jemand Böses wollen würde. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum.
Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintraf. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Haben Sie etwas gehört, während John auf der Toilette war? Irgendwelche Kampfgeräusche oder Schreie? Nein, ich habe nichts bemerkt. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein, es war eigentlich alles wie immer. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein und muss sich dann rausgeschlichen haben, denn ich sah ihn noch nicht mal weggehen. Was geschah dann? Martin ging zum Toilettenraum und fand dann dort John. War Ihnen am Verhalten des Verdächtigen vielleicht irgendetwas aufgefallen, bevor er zur Toilette ging? Nein, warten Sie, doch. Jetzt fällt's mir ein. Ich hatte ihn nach einer Weile gefragt, ob er noch was möchte. Er antwortete nicht, sondern starrte nur ganz komisch vor sich hin. Also ließ ich's. Ich dachte mir, der ist vielleicht nicht ganz klar. Mein Gott, hätte ich gewusst. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar, ich werde alles tun, was sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Ach, die Arme. Man hat schon Gute nicht Nacht. Leicht. So, stehen wir mal öff. Und jetzt wechseln wir zu Tyler, dem coolen Typen. Ich hab ihn voll gern, der ist mega geil. Ungewöhnlich, dich um diese Zeit bei der Arbeit zu sehen, Tyler. Bist du aus dem Bett gefallen? Mensch, die blöde Bemerkung kannst du dir sparen. Siehst du fertig aus, Tyler? Ja, ich habe seit 3 Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Du kennst Carla nicht. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so Dickköpfiges habe ich selten gesehen. Apropos Schlafmangel, es ist gerade 6:30 in der Früh. Uch. Und, naja. Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Okay, lasst mal sehen. Zu ihr sind sie auf einmal scheiß nett? Was soll denn das? Mein Gott. Ah, hier können wir auch mal gucken. Das ist eine Gabel. Aber wo ist das Messer? Gucken wir uns doch mal alles an hier. Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig oder er war nicht allein. Hätten wir vielleicht mal vorher gucken sollen, dann hätten wir die Ische fragen können, ob da noch jemand saß. Da ist ein Buch unter dem Tisch. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Na nun, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Blutspuren. Der Mörder saß an diesem Tisch. Nach der Tat kam er zurück und setzte sich hin.
verdammt. Garrett, in dieser Kabine sind Blutspuren. Okay, schaue ich mir an. Aber ich habe mich doch gewaschen. Ah, God dang it. Ja, wir wollten hier, stopp, hier, Restrooms. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. So. Dann gucken wir mal erstmal zum offensichtlichsten der Leiche. Mehrere Wunden links in der Brust. In der Nähe des Herzen. Scheinen Messerwunden zu sein. Ja, man könnte auch einfach sagen, er ist vergleichsweise tot. Was haben wir denn noch? An dem Mob ist Blut. Damit muss er den Boden gewischt haben. Aber wieso? Dabei hätte er leicht überrascht werden können. Und was haben wir hier? Haha. Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe noch nicht, warum hier Blut ist. Vielleicht vom Opfer? Wohl kaum. Lass es von Garrett analysieren. Dann wissen wir mehr. So, aber hier war doch gerade noch was. Zip. Ein blutiges Tafelmesser. Offensichtlich die Tatwaffe. Der Mörder nahm das Messer vom Tisch, um das Opfer zu erstechen. Dann kann es wohl kaum eine vorsätzliche Tat gewesen sein. Tyler, hier ist ein Messer. Könnte die Tatwaffe sein. Hol Garrett. Er soll nach Fingerabdrücken suchen und das Blut auf der Klinge analysieren. Okay. Okay, und tipp weiter auf dem Handy rum. Kein Zeichen von Kampf. Das Opfer ist wohl überrascht worden. Shit, Steuerung, ey. So, haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Da kann man noch mal reingucken, aber da ist ja alles okay. Da können wir auch gar nichts anwählen. Na gut, gucken wir mal mit Tyler noch mal rum. Vielleicht findet der ja irgendwas. Okay, er drückt einfach auf die Spülung. Glaub ich kaum. Ah, klar, ich verstehe. Ach. Ich kümmere mich drum. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Okay, er entdeckt tatsächlich noch Dinge, die... Ja, drück mal nochmal die Spülung. Komm. Wasten wir ein bisschen Wasser. Der läuft so komisch. Das ist so dieser... Entschuldigt das Wort, das ist so dieser Negergang. Ich habe nämlich in meiner Straße, das muss ich jetzt kurz erzählen, ich habe in meiner Straße einen Afro-Shop und davor tummeln die sich immer alle. Und die laufen halt wirklich so. Das ist so halb schwul, halb Gangster. Das ist total komisch. Ja, Mann. Achso, selber angucken. Nochmal. Das war jetzt ein Versehen, das tut mir leid. Ich glaube, hier am Waschbecken ist Blut. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Ja. Vielleicht. Quite obviously. Na, jetzt kann er sich da auch nochmal ange... Ah, eitles Stück, du. Mensch. Ah, lass mich hier den Mülleimer gucken. Oh mein Gott, Steuerung. Ah, so. Yummy. Wie die Flaschengammler am Bahnhof. Was machst du denn da bitte, Tyler? Nach Hinweisen suchen, was sonst? Kannst du dir jetzt wenigstens die Hände waschen, weil sonst finde ich das krass eklig. Nein, kannst du nicht. Oh mein Gott. Aha. Können wir Automat? Was ist das für ein Automat? Gibt's da Kondome? Alter, komm, hol dir mal Kondome. Dann kannst du später Luftballons draus machen. Nee, gehen wir halt wieder. Mal quatschen mit der Kollegin. Carla ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Aha, aha. Hast du was gefunden, Tyler? Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Oh. Danke für deine Hilfe, Tyler. Ja, gucken wir nochmal schnell eine Runde. Das Telefon ist uninteressant.
Da waren wir schon drin. Ah, Steuerung, Junge. Findet er hier noch irgendwas? Steak und Pommes. Hat er ja kaum angerührt. Martin sagt, der Typ saß hier. Ja, das wissen wir ja schon. Und ich glaube, ansonsten werden wir auch nicht mehr viel finden. Außer vielleicht, da steht noch eine Tasse Kaffee. Ach, ich laufe jetzt noch eine Runde und wenn da nichts bei rumkommt, dann gehen wir. Saß hier der... Dieser Typ ist der gestorbene Beweis dafür, dass Pinkeln gehen ungesund sein kann. Großartiger Spruch. Dafür mag ich ihn. Was haben wir hier? Ach, der kann sich da hinflacken, so ganz gechillt. Ey, check dir mal einen Kaffee. Schluff, schluff, dann geht's dir auch gleich viel besser. Ich würde mir auch Kaffee machen, aber ich habe keine Sojamilch mehr. Und schwarzer Kaffee ist irgendwie nicht so mein Ding. Naja, gut. Dann reden wir nochmal mit der Hübschen. Fortgehen? Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns noch mal umsehen, wenn du willst. Bestätigen. Nein, es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir's. Cool, Carla will auch gehen. Jetzt schnell zum Auto, bevor sie die Meinung ändert. Hey, cool, Carla will auch gehen. Können wir dir noch Tschüss sagen? Hey, Garrett. Carla möchte, dass du ein, zwei Sachen überprüfst. Ah. Keine Sorge. Ich hab's dir aufgeschrieben, damit du bloß nichts vergisst. Ich ahnte bereits, dass Carla uns noch etwas wach halten würde. Tja. Tschüss, ihr Pisser. Lalala. Ich check mich jetzt heim. Ich rede so voll den Slang, wenn ich er bin. Das ist voll komisch. Go, go, in die Karre. Ich dachte schon, wir müssen Carla jetzt separat noch dahin rennen lassen. Sie war ja auch auf einmal verschwunden. Ich dachte, die wäre im Auto. Im Auto war sie auch nicht, aber sie spawnt halt dann einfach für die Sequenz. Na, dann ist ja gut. Hauptsache, wir haben sie noch. Oh. Boah, creepy. Okay. Halt, stopp. Jawohl, an der Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, ich guck mal, ob schon irgendwo ein Bäcker offen hat und hol mir dann da einen Kaffee mit Milch, damit ich noch ein bisschen wacher bleibe, wacher werde. So. Mein Commentary leidet, wenn ich jetzt weitermache, okay? Also, wir sehen uns im nächsten Part und bis dann.